Nun möchte ich Tim Alder begrüßen, der schon ein bekanntes Gesicht ist hier auf den Foskes-Konferenzen, schon einige Vorträge hier beigetragen hat und der uns etwas zu Punktwolken in OSM erzählen wird. Ja, danke. Ja, also ich habe mich die letzten Jahre so mit den Karten in der Wikipedia beschäftigt, möchte heute aber ein bisschen mein Hobbyprojekt vorstellen, was so vor 2 Jahren dadurch entstanden ist, dass es einen Hersteller über Kickstarter gab, der so einen LIDAR angeboten hat, also ein Entfernungsmesser, der ungefähr 500 Mal in der Sekunde Entfernung misst und dazu halt eben die Winkelposition bestimmt. Und möchte ein bisschen den Weg aufzeigen, wie man dann zu webbasierten Punktwolkenkarten kommen kann. Genau. Für das Gerät kann ich mittlerweile hemmungslos Werbung machen, weil die Firma gibt es nicht mehr, das Gerät. Aber den Sensor an sich, das ist jetzt von Garmin irgendwie aufgekauft. Also das kann man im Robotikladen noch erwerben. Ja, der Weg führte dann darüber, dass es eine Fahrradtasche montiert wurde, dazu ein Raspberry Pi, eine Powerbank dabei, dann entsprechend ein Sensorboard, was dort Standard ist für die Gyros und Beschleunigungsaufnehmer und eine GPS-Maus, eine bisschen bessere. Dann laufen auf dem Raspberry Pi also so 3 locker, unabhängig voneinander. Das LIDAR, wie gesagt, mit 500 Hertz, die Sensorik mit 20 Hertz und das GPS mit 1 Hertz. Und zu Hause hat man dann halt eben alle Zeit der Welt, die Daten zu verarbeiten, zu sinnvollen Informationen. Und dazu muss man halt eben erstmal das GPS-Signal zeitlich interpolieren, dass man dann auf 500 Messungen pro Sekunde kommt, weil man sich ja doch ein bisschen auch bewegt hat in der Zeit. Und man muss aus der GPS-Position so die Orientierung versuchen zu ermitteln. Und dann weiß man halt eben, wo der Sensor sich befindet im Raum, mit welcher Orientierung und kann dann über den Winkel und die Entfernung relativ einfach an die Koordinaten im Raum kommen. Man muss aber ein bisschen aufpassen, das GPS ist natürlich WGS84, das LIDAR arbeitet mit Meterangaben und da entsprechende Umrechnungen zu machen und dann das Endergebnis wieder umzurechnen in ein lokales Koordinatensystem aus dieser EPSG-Welt. Wobei man aufpassen muss, weil man hier halt im Zentimeterbereich ist, wird es dann schon mit 32 Bit und sowas ein bisschen kritisch, je nachdem, was man nimmt. Dann war man erstmal so weit, aber man hatte keine wirkliche Web-Anwendung. Und erst jetzt hat sich so Potri als Projekt auch so weit entwickelt, dass das auch OSM mit im Hintergrund verwendet. Und das ist eigentlich für wesentlich komplexere LIDAR-Daten da und durchaus empfehlenswert mal anzusehen. Also zeigt ganz Dänemark auf Gebäudelevel-Ebene mit verschiedenen Informationen. Reicht der Vortrag jetzt aber nicht, das auszuzeigen. Also hier oben ist die URL von dem Projekt und auch die Dissertation vom Herrn Schütz ist sehr lesenswert in dem Bereich. Ja. Im Hintergrund ist so ein bisschen Cäsium für diese Weltkugel mit OpenStreetMap drauf. Und man hat jetzt halt eben hier so Punktwolken, auch in der Höhe entsprechend. Und in OpenStreetMap kann man halt eben hier sehen, das ist in 9 Bundesländern, also es ist so ein Plattenbau. Gut, das soll es auch in alten Bundesländern geben. Dann auf der rechten Seite eher so ein zweietagiges Gebäude. Und wenn man dann ein bisschen weiter runter geht, mal sehen, wie das hier mit dem Mauspad gut funktioniert. Kann hier auch durchfliegen. Dann sieht man halt eben hier an diesen Kanten schon so ein bisschen die Bordsteinkanten. Und der Hubbel, der hier bei jeder Umdrehung gemessen wurde, das ist quasi mein Schutzblech vom Fahrrad. Das ist halt eben dabei. Eine Stelle würde ich noch kurz zeigen. Mal sehen, ob wir da gut hinkommen. Da sieht man nämlich in OpenStreetMap eine Bahnlinie. Die ist hier ungefähr. Also gab es da auch irgendwo einen Tunnel. Ups. Mit der Maus geht das dann einfacher. Aber da kann man halt eben sehen, dass dann der Sensor vollflächig gemessen hat und man hat alle Möglichkeiten dann auch der Vermessung, zum Beispiel um sagen zu können, welche Höhe der Tunnel hier hatte. Hä? Na gut. Einen Versuch noch und dann bin ich am Ende. Nee, das ist auch nie. Na gut, dann arbeiten wir noch dran, das vielleicht. Okay, vielen Dank.